Was geht ab, liebe Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer wunderschöne Menschen zusehen, Freunde. Wir schauen heute rein bei dem neuen Video von Boss Explosive. Ich freue mich sehr drauf. 10 Arten von Deluxe-Box-Inhalten. Wir wissen alle, ey, wir kaufen alle gerne Boxen so. Es ist eine nice Erinnerung, man freut sich drüber, man kann es ins Regal stellen und sammeln. Aber die Inhalte häufen sich. Es ist immer dasselbe, irgendwie das Gleiche. Und man will irgendwie auch immer nicht das Rad neu erfinden, weil dann ist es auch dulli, weil man kann nicht viel mehr machen als ein T-Shirt und irgendwie noch Kette, whatever, oder Anhänger. Aber trotzdem wollen wir irgendwie immer alle was Neues haben. Ich bin sehr gespannt, wie er jetzt hier die, I guess, die Inhalte hochnehmen wird. Ich habe keine Ahnung. Ich freue mich sehr drauf, Friends. Falls ihr mehr Boss Explosive Reactions sehen wollt, lasst gerne ein Abo da. Würde mich sehr freuen, ist kostenlos und supportet immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Digga, bin ich los? Bin ich komplett dumm gerade? Bro, wir fangen jetzt gerade erst an mit dem Video. Let's go! Hallo, du bist ein aufstrebender Künstler und ja. Möchtest dich in der Deutschrap-Szene etablieren? Ja! Dann ja. Darfst du auf keinen Fall eine Sache vergessen. Was? Die Deluxe-Box. Wichtig, Freunde, hier Zero Elmero auch natürlich, die wurde sich gegönnt von dem Album Ghetto Diamond. Habe ich mir geholt natürlich, die Box natürlich, steht bei mir ganz oben, Freunde. Aber so fängt erst nachts an so ein bisschen, dass ich mir die ab und zu mal das genauer ansehe. Nichts eignet sich besser, um deinen minderjährigen Fans das Geld aus der Tasche zu ziehen. Eine Deluxe-Box gehört im deutschen Rap zu jedem Album fest dazu. Dieses praktische Video gibt dir 10 Arten, auf was für verschiedene Inhalte du für deine Deluxe-Box zurückgreifst. Ah, dieser Shindy-Rucksack, holy shit. Kannst. Auf geht's. Okay. Nummer 1. Kleidung. Der Boxinhalt schlechthin ist Kleidung. Egal, um was für ein Kleidungsstück es sich handelt oder welches Design aufgedruckt ist, sie bringt dir ein kleines Stück internationalen Flair in die Wohnung. Made in Bangladesch, made in China. Nice, wenn das von Atlas von so viel reingenommen wurde. Made in Honduras. Marokko, okay. Made in der Türkei. Made in Hai. Made in Türkei ist aber gut, Mann. Natürlich kommt es auch an, wo, aber Türkei ist eigentlich immer ein gutes Zeichen schon mal. Haiti, Mexiko. Made in Egypt. Made in Nicaragua. Wege dabei ab, ob du gute Qualität bieten willst oder am Endpreis sparst und stattdessen einen guten Putzlappen fürs Auto lieferst. Immerhin, zudem ja. Solltest du dich entscheiden, ob du mehrere Boxen mit verschiedenen Größen anbietest oder eine Einheitsgröße in deine Box parkst. Nummer 2. Ey, real talk, Mann, ja, true. Aber ich finde Shirts, finde ich eigentlich immer noch ganz geil, Mann. Die kann man als Fan immer noch gut tragen, finde ich so. Vielleicht jetzt nicht so mit riesigen draufgedruckten und dann draußen rumrennen, aber ich finde ab und zu ein, zwei Shirts sind schon ganz geil im Boxen gewesen. Accessoires. Neben Kleidung sind auch Accessoires ein beliebter Boxinhalt. Da hätten wir zum Beispiel Bauchtaschen. Sie zählen mittlerweile fest zum Inventar männlicher Deutschrap-Konsumenten. Bauchtaschen bin ich kein Fan von, aber trage ich auch selber nicht, deswegen. Ich weiß nicht, ob Leute das jetzt wirklich tragen. Weiß ich nicht. Und sind äußerst praktisch. Schließlich kann man hier alles mögliche Platz sparen verstauen. Wage hier am besten keine Experimente und setze auf klassische Form und Farben, da deine Fans ansonsten auf offener Straße angegriffen werden könnten. True, true. Ebenfalls häufig findet man Ketten als Boxinhalt vor. Dieser Zahn ist Ey, dieser Zahn. In 2 Karat Gold, ihr Mistkids. Du kannst hierfür beispielsweise dein Logo oder Erkennungszeichen als Anhänger anfertigen lassen. Ey, bei der Alpha-Gene-Box bei mir, ich hatte die Alpha-Gene-Box zugeschickt bekommen von einem Zuschauer, die Alpha-Gene 2-Box. Und da ist dieser Blutanhänger ausgelaufen. Meine ganze Box, mein T-Shirt, der Anhänger war alles voll. Mit diesem, call it mal so blutmäßig, aber halt irgendeine Flüssigkeit. Es hat so gestunken nach Chemie einfach. Pass jedoch auf, ob das Budget für ein hochwertiges Produkt noch ausreicht. Sonst musst du wohl oder übel eine Absperrung von der nächstgelegenen Baustelle als Kette verkaufen. Das war leider bei nur noch nice, Digga. Das war so peinlich. Das war einfach unangenehm. Das war einfach unangenehm. Nummer 3. Poster. Ein fester Bestandteil. Da komme ich ins Spiel. Da komme ich ins Spiel. Poster. Nice. Ehrensache. Ich hab eins hier rumliegen. Ein Poster, Freunde. Von Elif aus der Box, die sie mir zugeschickt hat. Habe ich das Elif-Poster hier noch original unterschrieben, sogar handsigniert. Ich habe Elif gefragt. Sie hat alle handsigniert, Mann. Das ist auch nicht selbstverständlich. Aber Poster bin ich immer ein Fan von. Natürlich müssen gefaltet werden, aber trotzdem auch ein Faltposter an die Tür. Faltposter oder Schrank. Schrank auf, Dings, Poster rein, Tür zu, machst aber Schrank auf, siehst ein Poster. Beste Leben, Poster bin ich Fan von. Teil der klassischen Deutschrap-Deluxe-Box ist ebenfalls das Poster. Bin ich die Motivwahl ist hierbei komplett egal, da das Poster meist so zusammengefaltet ist, dass es an der Wand sowieso komplett scheiße aussieht. Kommt natürlich drauf an, natürlich, ich gette den Point, aber Poster bin ich Fan von. Also keine Sorge, falls du ein nicht ganz so fotogenes Antlitz hast. Das hier ist nur ein Alibi-Inhalt, um dem Käufer vorzugaukeln, er bekäme mehr für den Preis.
Natürlich, Poster kostet in der Produktion 3 Cent gefühlt, aber ich bin Fan von Poster. Poster finde ich nice. Punkten kannst du hier höchstens mit einem sexy Körper. Nummer 4. Autogrammkarten. Autogrammkarten bin ich auch großer Fan von. Poster und Autogrammkarten kann man mir nicht genug geben. Ich habe sehr lange als Kind Autogrammkarten gesammelt, hauptsächlich von Fußball, aber auch so von anderen Leuten, ein bisschen hier und da. Aber Poster und Autogrammkarten, finde ich, sind mit der 2 besten Sachen, die du in eine Box packen kannst. Gerade Autogrammkarten. Wenn sie nicht gedruckt sind und wirklich handsigniert sind, finde ich geil, Mann. Da freut sich jeder drüber, weil du weißt, ey, dein Idol oder der Typ hatte das halt, oder die Frau hatte das in der Hand. So, hat es für dich so mäßig signiert. Post-Autogrammkarten finde ich geil. Als persönliche Note für die Fans legen viele Rapper eine signierte Autogrammkarte bei. Eine kostengünstige, aber zeitaufwendige Angelegenheit. True. Achtung, nimm dir Pausen und riskiere keine Sehnenscheidenentzündung. Wenn dich das Autogrammeschreiben erschöpft, nimm eine Prise vom weißen Zauberpulver. Nur so konnte Kapital seine 20.000 Berlin-Lebboxen unterschreiben. Ansonsten kannst du aber auch einfach so tun, als wäre das Autogramm echt, obwohl es nur mitgedruckt wurde. Das ist echt peinlich. Also so gedrückte Autogrammkarten bringen dir gar nichts. 5. Technikschrott. Eine beliebte Methode bei Deluxe-Boxen ist, Technikprodukte massenweise billig einzukaufen. Häufig findet... Ey, bei nur noch nice, Mann. Die AirPods Pro. ...man hierbei Kopfhörer, die man bei Alibaba für 2 Euro pro Stück kaufen kann und typischerweise dieselben sind, die dir am türkischen Bazar als original echte Beats verkauft werden. Auch beliebt sind Lautsprecher, mit denen man kurz nach Albumrelease asoziale Kinder sieht, auf welchen sie mit der Klangqualität eines Dosentelefons die Modus Mio Playlist hören. Safe. Hast du mir gerade eine Bombe gegeben? Es ist halt leider viel zu true, Mann. Es ist halt, du läufst an einer deutschen Schule vorbei, ist halt Real Talk so. Du kannst aber auch auf Gimmicks setzen, die noch nie jemand in seiner Box hatte. Hier ist ein Geldscheinprüfer drin, das ist der Rasierapparat. Und zwar wirklich ein Vibrator. Das winzigste Handy, was ich jemals gesehen habe. Zwar wird niemand das Produkt öfter als einmal benutzen. Das ist aber... Aber das ist egal, man kauft das, wenn man denkt, ey, oha, das gab's ja noch nie. Das gab's ja noch nie hier drin. Egal, solange du der Erste bist, der so etwas in der Box hat. Hier ein paar Inspirationen für Technikprodukte, die bislang noch keiner hatte. Mhm. Bonus-Tipp. Viele Rapper haben diesen Fehler mindestens einmal begangen. Spare nicht zu sehr an deinem Boxinhalt. 512 MB, Mann! 1905. Der ganze 3 Bilder drauf speichern, Digga. 90 will sein Merchandise zurück. Sparsamkeit kann sinnvoll sein, aber auch in einem unangenehmen Shitstorm enden. 800 Euro! Einfach nur billig Abzeuge, ja. Rucksack, keep it real! Nummer 6. Schmuck. Der Konsum von Marihuana wurde die letzten Jahre von vielen Rappern nach außen getragen. Nein. Und auch unter Rap-Hörern finden sich einige Konsumenten. So ist es logisch, das ist, finde ich, ein Gerücht, dass sich hierfür etwas in vielen Deluxe-Boxen findet. Leider nicht das Gras an sich, sondern nur Zubehör. Denn Cannabis ist aufgrund seiner Gefährlichkeit logischerweise illegal. Es kann also gut... Das ist aber auch illegal, weil es eine illegale Droge ist. ...ankommen, wenn du für diesen Lifestyle stehst. Je nach Hörerschaft kannst du aber auch andere Drogen bedienen. San Diego hat es mit Kokain-Zierröhrchen und Spiegel vorgemacht. Gehe einen Schritt weiter und lege zum Beispiel Spritzbesteck deiner Box bei. Das hat noch niemand gemacht. Es kann aber in die Hose gehen, wenn deine Fans nach JBG1 geboren wurden. Pack in diesem Fall lieber eine Wasserpistole rein. Das passt besser zu deiner Zielgruppe. Nummer 7. Der hat echt eine Wasserpistole in seiner Box? Anstatt bereits halb kaputte Dinge an deine Fans zu verteilen, kannst du sie natürlich auch stattdessen mit mehr Musik beglücken. Gib ihnen ein paar Bonus-Songs auf einer EP oder gleich ein ganzes exklusives Tape. Oder pushe einen deiner Kollegen, der noch in deinem Schatten steht. Damit kannst du ihn groß rausbringen. Gegen Bruder wird geheizt, Anti-Mafia gesetzt, Krypto, hallo bis Monaco, global Handel sind vernetzt. Nummer 8. Verlosungen. Es erhöht nochmal deutlich den Reiz, sich... Verlosungen bin ich kein Fan von, muss ich sagen, in Boxen. Also ich bin... Keine Ahnung, Mann. Ich bin immer Fan von einer Box, die eine geile Optik hat, die du dir ins Regal stellen kannst oder im Hintergrund, die nice aussieht. Dann von Postern und Autogrammkarten, finde ich geil. Und ich finde es auch nice im Bundle, wenn es dann die Möglichkeit gibt, diese Schallplatte sich zu gönnen. Auch zum ins Regal stellen, an die Wand hängen oder so. Da bin ich immer Fan von, Mann. Nicht eine Box zu kaufen, wenn man die Chance hat, etwas zu gewinnen. Der Preis sollte natürlich etwas hochwertiger sein. 2 kriegen eine Uhr und 2 eine Karte. Achtung! Denk daran, das Gewinnspiel dann auch richtig aufzulösen. Ist wichtig, das könnte sonst nämlich deine Fans verärgern. Nummer 9. Etwas von... Ich fand gut, wie hier gerade Wohnzimmerkonzert eingeblendet wurde. Dir. Natürlich müssen es nicht immer materialistische Dinge sein.
Denk zum Beispiel daran, was du gut kannst und nutze dein Talent für einen Boxinhalt. Zeichne zum Beispiel etwas. Wow, Mashallah. Du kannst deinen Fans aber auch einen Teil von dir mitgeben. Massiv zum Beispiel hatte eine Kette mit seinem eigenen Blut in seine Box gepackt. Allerdings besteht da die Gefahr, dass deine Fans damit Unfug betreiben und sich den Inhalt einverleiben. Oder sie züchten einen Klon von dir heran. Greife daher besser auf Alternativen zurück. Aber krass, dass Massiv das auch mit diesem Blutdings hatte, was Kolle bei seiner Alpha-Gene hatte. Zum Beispiel eine stylische Kette aus deinen Schamhaaren flechten. Bruder, danke. Das ist weitaus ungefährlicher. Nummer 10. Einen guten Beitrag leisten. Das hier ist der wertvollste Boxinhalt von allen. Lege zum Beispiel ein Kondom in deine Box. So hat das nicht irgendjemand gemacht? Verhinderst du, dass sich deine Zuhörer vermehren. Das gab's irgendwo doch. Hat nicht irgendein Rapper Kondome rausgebracht? War's das? Kommt noch was? Okay, das war's. Ey, geiles Video, Mann. Geiles Video. Real Talk. Ein bisschen Deutschrap-Geschichte wieder gab. So eine kleine Zeitreise zu den letzten Boxen. Es war wirklich lustig, Mann. Und einfach mal nice zu sehen, was wirklich so in manchen Boxen drin war. Mir hat das Video sehr gut gefallen, Mann. Es war jetzt nicht ultra lustig oder nicht ultra krass. Aber einfach so Nostalgie ein bisschen und so mal drüber nachzudenken, was in so Boxen immer drin ist. Ich fand das Real Talk angenehm, irgendwie zu gucken. Es war richtig ein nicer Vibe so. Keine Ahnung, ich fand's voll nice, Freunde. Lasst mal auch meine zu auf jeden Fall in den Kommentaren da. Ansonsten, ich packe euch mal gerne in den angepinnten Kommentar und in die Beschreibung die letzten Albumboxen, die ich mir geholt habe. Das waren, glaube ich, 3 Stück. Schaut doch gerne mal rein, Freunde. Ich werde euch die letzten 3, 4 verlinken, die ich mir bestellt habe auf Amazon. Wo hoffentlich auch gute Inhalte drin sind. Ich habe es jetzt einfach so schon bestellt, weil ich mich auf das Album freue von den Leuten. Aber wir werden mal sehen. Habt auf jeden Fall einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt natürlich fresh, so wie immer. Und